überlegst, ob du deine Familie durch ein Haustier vergrößern möchtest oder du hast dich schon dafür entschieden, genau das zu tun und bist auf Axolotl gestoßen und fragst dich jetzt, ob Axolotl die passenden Haustiere für dich sind? Wenn eine dieser beiden Fragen auf dich zutrifft und wenn du dich über Axolotl informieren möchtest, ist das genau das richtige Video für dich. Denn heute soll es darum gehen, was du vielleicht von deinem neuen Haustier erwartest und inwieweit Axolotl deine Erwartungen erfüllen können. Ich bin Tina von Axolotl TV 2 und in meinem Kanal dreht sich alles rund um Axolotl. Wenn du dir ein Haustier anschaffen möchtest, weil du nicht alleine sein möchtest, dann erfüllen Axolotl diese Erwartung. Aber bedenke, dass auch Axolotl nicht allein sein wollen und deswegen mindestens zu zweit gehalten werden sollten. Ein Link zur Haltung findest du oben rechts. Wenn du ein Haustier möchtest, weil du dich um etwas kümmern willst, erfüllen Axolotl auch diese Erwartung. Aber Axolotl sind sehr selbstständig, also beschränkt sich das Kümmern hauptsächlich auf die Beckenhygiene, damit die Tiere gesund bleiben. Ein Link zum Thema Tiergesundheit findest du oben rechts. Wenn du ein Haustier möchtest, weil du oder ein Familienmitglied Verantwortung übernehmen möchte, dann erfüllen Axolotl auch diese Erwartung. Im Vergleich zu anderen Haustieren ist der Aufwand beim Axolotl sehr gering. Das Übernehmen der Verantwortung beschränkt sich auf die schon erwähnte Beckenhygiene, das Füttern und das sich informieren. Nun, mit dem sich informieren hast du ja schon angefangen. Abonniere am besten gleich jetzt den Kanal, um die nächsten Infovideos nicht zu verpassen. Und zu der Frage, was und wie oft Axolotl fressen sollten, gibt es auch schon ein Video. Wenn du aber ein Haustier möchtest, das du streicheln kannst und mit dem du kuscheln kannst, dann sind Axolotl nicht die richtigen Tiere. Ja, man kann Axolotl streicheln, aber das solltest du nur im Ausnahmefall tun. Vielleicht dann, wenn du sowieso gerade das Becken reinigst. Axolotl haben eine sehr empfindliche Haut und wenn die versehentlich verletzt wird, sind sie anfälliger für bakterielle Infektionen und Pilzerkrankungen. In dem Video, das oben rechts verlinkt ist, kannst du aber sehen, dass Streicheln durchaus möglich ist. Wenn du ein Haustier möchtest, das du beobachten kannst, dann wären deine Erwartungen vom Axolotl völlig erfüllt. Wenn du in das Aquarium schaust, kommen sie neugierig hervor. Ansonsten rennen sie, sie schwimmen, sie klettern in den Pflanzen, fallen gelegentlich runter oder balzen. Und wenn sie balzen, ist das sehenswert. Schaust dir an, du findest es im Link oben rechts. Und wenn du ein Haustier suchst, das dir beim Entspannen hilft, sind Axolotl auch geeignet. Nun, nicht wenn sie gerade balzen, aber wenn sie langsam wie in Zeitlupe durchs Becken laufen. Und wenn du ein Haustier möchtest, das du lieb haben kannst, dann wären deine Erwartungen ganz bestimmt erfüllt. Vielleicht findest du es ja jetzt befremdlich, wenn ich davon rede, dass man einen Molch lieb haben kann und vielleicht sogar eine Bindung zu ihm aufbaut. Aber alle, die Axolotl haben, werden wohl bestätigen, dass das möglich ist. Aber ob die Axolotl jetzt ebenfalls eine Bindung zu dir aufbauen, das halte ich für fraglich. Ihr Verhalten, also ob sie zahm sind oder nicht, ist von zwei Faktoren abhängig. Zum einen ist das abhängig von ihrem Charakter und zum anderen davon, wie sie aufgezogen wurden. Ich selbst habe 6 Axolotl. 4 davon stammen aus einer Zucht, sie sind also unter ähnlichen Bedingungen groß geworden. Die 2 anderen Axolotl habe ich selbst aufgezogen. Und obwohl die Umstände der Aufzucht gleich waren, ist einer besonders scheu und einer besonders neugierig. Ich würde sagen, dass das Charakter ist. Was denkst du? Kann man beim Axolotl von Charakter sprechen? Schreib doch deine Gedanken dazu in den Kommentaren. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Aufzucht. Wenn die Tiere häufig angefasst wurden und keine negativen Erfahrungen gemacht haben, sind sie zahm. Andernfalls verhalten sie sich ängstlich. Wenn die Tiere einzeln in Aufzuchtboxen gelebt haben, ist es schwierig, sie später in Gruppen zu integrieren. Sie verteidigen ihr Revier, ihr Futter und möglicherweise beißen sie auch. Ihr späteres Verhalten Menschen gegenüber betrifft aber nicht nur denjenigen, der sie aufgezogen hat. Sie sind entweder generell zahm oder generell scheu. Eben in Abhängigkeit davon, wie sie aufgezogen wurden und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und das bringt mich zu dem Gedanken, dass Axolotl keine Bindung zu dem Besitzer aufbauen. Aber ist der Umstand, da sie nicht zur Gegenseitigkeit fähig sind, ein Grund dafür, sie nicht lieb zu haben oder keine Bindung zu ihnen aufzubauen? Ich denke eher nicht. Man kann auch Wesen lieb haben, ohne dass diese bestimmte Bedingungen erfüllen. Wenn du gern sehen möchtest, wie Axolotl aufwachsen, schau dir die Videos in dieser Playlist an.
Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.